wir gehen noch ein bisschen pleite gerade. Müssen dann sollte ein bisschen runterdrehen. Aber jetzt können wir uns Bogenschützen beschaffen. Wir wissen schon, jetzt dürfen wir tatsächlich kämpfen. Ah, verdammt, da war was. Schon unterwegs. Da war etwas, nicht wahr? Wir dürfen jetzt dieses Gebiet zu einem Beschlag nehmen, dadurch unsere eigenen Kräuter bekommen. Aber es ist auch keine große Hilfe. So. Das wird jetzt teuer. Ach, 57. Der Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Alles klar. So, 25 Medizin, 160 Einwohner, also so oder so brauchen wir das. Eine Bogenproduktion, die wollen wir sowieso haben. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ei! Einem Steinmetz fehlt es an... Ja, ich weiß. Gruppe 1. Ei. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Alles klar. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Ein Außenposten wird angegriffen. Ach, nicht schon. Ihr habt nicht nötige Kraft, es kaputt zu machen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingegangen. Ihr seid zu schwach, also lasst das. Verstanden. Eine Eisenmine ist erschöpft. Wie viel Eisen haben wir jetzt? Für eine Weile genug. Wir haben auch sehr viel Honig. Können wir das gegen irgendwas Gutes eintauschen? Das Zeug? Nein, wir können Honig erhalten. Findet kein Eisen mehr. Honig gegen Holz wollen wir wirklich nicht. Das Lagerhaus ist voll. Nope. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Die Kirche aus. Wir brauchen Kräuter. Ich habe halt die Sorge, das nächste Territorium einzunehmen, weil wir wissen, was dann passiert. Sofort! Wieso wurde der Außenpost nicht repariert? Ein Minenarbeiter findet kein Eisen. Auf euren Befehl! Jawohl! Jawohl! Helft mir im Kampf für die Gerechtigkeit. Schon unterwegs! Angriff! Verstanden. Kämpft weiter! Verstanden. Alles klar. Verstanden. Ei! Schon unterwegs! So, auf die Schützen. Kämpft weiter! Gut, ich denke, wir sollten unser Limit überschreiten, indem wir Apotheken zuallererst bauen. Wir werden angegriffen. Das Problem ist, wenn wir nicht viele Kräuter kriegen werden. Wir müssen jetzt also dementsprechend sehr schnell unseren Feind zusammenschlagen gehen, unseren Banditenkollegen. Ei. Nur, der wird nicht repariert. Schon unterwegs. Liegt das an keinem Sold? Vielleicht. Schon unterwegs. Machen wir uns auf den Weg. Steinbruch wird bald erschöpft sein. So. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Die hätten wir einreißen können zum guten Teil. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Verstanden. So, wir müssen die Banditen loswerden. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Das kann die vielleicht ein bisschen ablenken, wenn wir ein paar Tauschgüter reinkriegen.
So, alles kommt hier wieder rein. Wild geht allerdings aus. Wir haben gleich ein weiteres Gebiet. Ich habe die Sorge, von was passiert, wenn wir es einnehmen. Dementsprechend rücken wir zuerst zum Kampf. Verstanden. Das sind Banditen. Wir bringen. Banditen haben einen Karren erbeutet. Wir bringen in erster Linie jetzt. Verstanden. Haufenweise Schwerter mit. Verstanden. Das wird hoffentlich reichen. Wenn wir unsere Bogenproduktion ins Laufen kriegen, erlauben wir hohen Sold. So, das sollte als Gruppe, das sollte ein. Ah, da kommen sie schon wieder an. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Die wollen uns auch nicht mehr ablassen, nicht wahr? Jawohl! Ei! Verstanden! Alles klar! Verstanden! Banditen haben einen Karren erbeutet. Auf euren Befehl! Nur die reparieren das nicht. Ich glaube, vielleicht können nur Bogenschützen das. Wäre komisch. Vorstellbar, aber komisch. In den Kampf! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Oh ja, repariert das. Nein! Ich hasse euch! Laden! Warum wurde das nicht repariert? Warum konnte das nicht repariert werden? Lag es wirklich daran, dass wir keine Bogenschützen drin hatten? Verloren. Schweig. Schweig. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. So gnade dir Gott, schweig. Alles klar. Wir müssen das Gebiet halten, bis wir in der Lage sind, diesen elendigen Posten zu halten. Alles klar. Alles klar. Gut. Ach ja, genau, Siedlerlimit. Ah ja, genau, wir müssen Steine beschaffen. Dafür müssen wir zuerst Geld darauf schmeißen. Dann. Kann der weichen. Und der kann weichen. Kriegen wir ein bisschen Bevölkerungsplatz zurück. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Dann gibt es noch bestimmt noch ein weiteres Stufe 3 Gebäude, das wir loswerden können, wirklich nicht brauchen. Sieht aber aktuell nicht wirklich danach aus. Da kommen sie schon wieder. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Verstanden. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ei! Es gibt kein Zurück! Schlachtet sie. Vorwärts! Eine Eisenmine wird bald erschöpft. Nicht aufgeben! So. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Sollt runter. Fehlerhaft. Zuerst die Kaserne. Dann den Bogenmacher. Können wir das Gebäude auf Stufe 2 bringen, ohne dass wir expandieren müssen. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Jawohl. Sofort. So geraten wir ins Krankheitslimit rein. Und können unsere Ränge mit Bogenschützen füllen. Vorwärts! Es gibt kein Zurück! Eine Eisenmine ist erschöpft. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr.
So. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jawohl! Alles klar. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Jawohl! Gruppe 2. Auf euren Befehl. Sofort! Ei! Jawohl! Sofort! Alles klar! Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Sofort! Ei! So! Das Lagerhaus ist voll. Gruppe 1 kann sich schon auf den Weg machen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Schon unterwegs. Gruppe 2 wird dann in der Lage sein, die Position hinten zu halten. Wir können den Sold wieder hochdrehen. Gebet rausprügeln. Du bist nicht Teil von Gruppe 1. Mach dich auf den Weg. Sofort! Da kommen sie doch schon wieder. Jawohl! Sofort! Auf euren Befehl. Ein Minenarbeiter. Komm schon, hol das ab! Kein Eisen mehr. Wechselt alles klar. Ja, toll, das können wir nicht mehr rekrutieren. In den Kampf! Nicht aufgeben! Ei, auf euren Befehl. Stürmt los. Sei es drum. Schon unterwegs. Okay, ihr habt das hier im Griff. Wir brauchen hier die ganzen Truppen. Alles klar. Wir müssen die Banditen hier hinten loswerden, damit wir die Handelsroute freikriegen dürfen. Sofort. Das Lagerhaus ist voll. Und ihr bleibt einfach hier, haltet die Position da. Ein Steinbruch ist erschöpft. Schon unterwegs. Nicht ausfächern. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ei! Wie ihr wünscht. So, schnell speichern. Ich möchte in diesem Angriff alle Zelte niederbrennen. Vielleicht können wir die feindlichen Truppen vorher niederkämpfen, das wäre mir sehr lieb. Aber falls nicht... Dann nicht. Das sind halt Banditen. Ei. Außerdem bin ich besorgt über das, was passieren könnte, wenn wir die Banditen dann gleich tatsächlich erwischen. Schon unterwegs. Ein Angriff von dieser Seite aus wäre wahrscheinlich am besten. Haben wir das wenigste im Weg, um tatsächlich die Zelte zu, die relevanten Zelte zu erreichen. Was hast du hier schon für Probleme? Ein Minenarbeiter findet kein Eisen. Wobei nicht unbedingt, stopp! Verstanden! Ei! Nein, 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 Gruppe 2 hier geblieben. Schon unterwegs! Wie ihr wünscht! Wir können sie einfach über diesen Weg hier rein bewegen und die damit ein bisschen ärgern. Das sind 3 Zelte und eine kleine Abteilung Banditen, die wir direkt ausschalten können, ohne uns mit der nördlichen Gruppe zu befassen. Hey. Schon unterwegs. So einen kleinen Hinterhalt blocken. Alles klar. Jawohl. Alles klar. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Alles klar. Nicht aufgeben! Sofort. In den Kampf. Das Lagerhaus ist voll. Kämpft weiter! Alles klar. Hakim sollte aber nicht sterben. Also gibt es hier auch Kräuter. Zum Angriff! Nicht aufgeben! Stopp! Zurück! Nicht vorrücken! Jawohl! Gleiche Aktion von hier hinten. Auf euren Befehl! Jawohl! Alles klar! Sofort! Verstanden! Ei! Jawohl! Verstanden.
Stürmt los! Okay, wisst ihr was? Überwältigt sie einfach. Vorwärts! Kämpft weiter! Vorwärts! Zum Angriff! Zum Angriff! So. Stürmt los! Zum Angriff! Dein sind Bogenschützen, die frei schießen dürfen. Lass nicht zu. Gut, ich habe die Stärke der Banditen überschätzt. Zum Angriff! Es gibt kein Zurück! Ich habe drastisch überschätzt, wie stark die gewesen wären. Schnell speichern, ehe wir die zerstören. Nicht, dass da gleich was Übles passiert. Was Übles. Die Banditen. Hervorragend. Der Banditenanführer Segun Weiwei ist Geschichte. Und natürlich klaut er direkt das Gebiet. Absoluter Drecksack. Mir egal. Wir können uns das Gebiet jetzt holen. Sold? Null. Du bist ein starker Führer an Wiesen. Komm, besuche mich beim Marktplatz meiner Stadt. Nein. Jetzt kümmern wir uns zuallererst darum, dass wir Graf Dracula beliefern dürfen. Auf euren Befehl! Wie ihr wünscht. Ei! Das Lagerhaus ist was? Oh Gott, Wild ist weg. Ein Karren wurde ausgesandt. Gut, dass wir jetzt ein weiteres Gebiet bekommen. Ein Karren wurde ausgesandt. Ich sehe es schon kommen, er wird jetzt gleich Wild von uns wollen. Auf euren Befehl. So, da kommt er auch schon wieder. Will schon wieder Ärger machen. Sofort. Unvorstellbar. Schon unterwegs. So. Auf euren Befehl. Okay, kommen wir jetzt auch hier rüber. Ei. Unser Brunnen ist versiegt. Was nun? Ah. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Kommt näher. Stürmt los! Jawohl! Warum rennt ihr in den Nahkampf? Sofort. Was möchte ihr an dieser Bogenschützentruppe da hinten klauen? Helft mir im Kampf für die, ich habe eine Schwertkämpfertruppe übernommen. Sei es drum. Verstanden. Jawohl. Nicht die spezifische Zielsetzung, aber in Ordnung. Angriff. Eine Militäreinheit. So, direkt Wild. Siedelimit. Verdammt. Verdammt. Wir werden angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Was? Ach, es ist unzerstörbar. Mir wurde berichtet, Viral de Rio ist jetzt in deinem Besitz. Du kennst die Spielregeln. Ein kleiner Obolus an mich ist fällig. Schick eine Medlieferung zu meinen Kasernen. Enttäusch mich, indem du die Lieferung verweigerst. Das kriegen wir hin. Med ist gar kein Problem. Was? Fast gar kein Problem. Konsumverbot. Wir brauchen nur eine weitere zusätzliche Taverne, dann geht das. So, direkt bauen. Nach hier hinten hin. Von unseren Kräuterreserven sollten wir jetzt noch drei Apotheken hinzusetzen. War nicht hier ursprünglich der Plan für eine? Egal. Setzt hier noch eine hin.
Med sollten wir hinkriegen. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Gut. So, wir brauchen jetzt ein bisschen Fernkampf überlegen halt. Ihr drei. Mein, du hier zuallererst. Dich können wir sowieso nicht nachfrischen. Weich. Unterhaltungsmangel können wir dann künftig über ein paar Gebete unter Kontrolle kriegen. Gruppe 2. Auf euren Befehl. Weißt du, es wäre drastisch einfacher, deine elenden Tribute zu bezahlen, wenn du uns nicht dabei angreifen würdest. Ich werde angegriffen. Nein, lauf, 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 lauf. Wie unsere Verbündeten werden angegriffen. Ei, verstanden. Alles klar. Schon unterwegs. Jawohl. So. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Das ist jetzt ein bisschen tragisch, aber in Ordnung. Zieht euch zurück. Lass den Feind näher kommen. Auch jetzt schießt. Los! Schon unterwegs. Mit könnte knapper werden als gehofft. Wir dürfen halt nicht weiter beten. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Sollte aber klar gehen. Schon unterwegs. So, einmal auffrischen gehen. Wie geht es unserem Eisen? Nicht gut. Aber so ziemlich nichts von unseren Sachen geht es gut. Können wir Getreide gegen irgendwas Gutes tauschen? Gegen Fisch? Und das ist nicht sehr hilfreich. Wir produzieren halt immer auch viel zu viel Getreide. Getreide gegen Honig ist jetzt auch nicht das Nützlichste auf der Welt. Getreide gegen Wolle. Wir können Wild gegen Kräuter kriegen. Das ist ein guter Deal. Gegen was können wir hinten Kräuter kriegen? Gegen Fisch. Machen wir das. Und dann können wir hinten Fisch gegen Getreide kriegen. Moment. Ah, es gibt es in der Verwaltung, aber es gehört ihm nicht. Deswegen können wir nicht sehen, was da durchlatscht. Wild können wir hier auch gegen Holz kriegen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Nicht der beste Deal, den wir kriegen können, aber in Ordnung. Verstanden. Alles klar. So. Schon unterwegs. Verstanden. Ja, du bist Gruppe 3. Wir können außerdem jetzt einen Bannermacher bauen. Haben wir irgendwo einen Holzfäller eingestampft? Ich hoffe nicht. Hinten gibt's Stein. Gibt's Stein. Dieser Steinbruch kann weg. Ich weiß, was jetzt kommt. Ey! Alter! Hör auf, meine Kamera zu kidnappen! Jedes Mal, wenn ich das bauen möchte, kommst du an und musst alles kaputt machen. Ach, bist du... Betet, verdammt.
Rohstoffen ist eingetroffen. Schick das Zeug los. Ein Karren wurde ausgesandt. Was willst du jetzt? Wild. Und das ist unglücklich. Schon unterwegs. Antwortet darauf. Posten wird angegriffen. Ei. Unsere Truppen werden angegriffen. Verstanden. Hört euch an, zu stellen, der Kirche ist noch Platz. Ein bisschen. Unsere Verbündeten Macht Party. Werden angegriffen. So, darf ich jetzt hinten die Steinbrüche bauen, die wir bauen wollten? Dann ist zu uns unterwegs. Und die Steinmetze. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So. Schon unterwegs. Karre ist noch nicht losgeschickt, aber in Ordnung. Wild kann losgeschickt werden. Ich glaube, zwei Stufe 2 werden reichen. Ein Karren wurde ausgesandt. Okay, die haben es repariert bekommen. Jetzt müssen wir ein paar Gebäude wieder neu zusammensetzen, die einfach auseinandergefallen sind bei der ganzen Aktion. Der Karren ist noch nicht unterwegs. Das ist, wenn wir den Konsum jetzt erlauben, dann bricht alles weiter zusammen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Karren ist unterwegs. Geht einfach querfeld ein. Interessiert ihn gar nicht. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Seid auf der Hut. Nein, 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 nein. Nein. Was? Ah, kümmern wir uns gleich drum. Jawohl. Sofort. Wie ihr wünscht. Blindhundis. Hakim kann sich darum kümmern, oder? Das sollte kein Problem sein. Zusätzlicher Besenmacher ist jetzt auch angebracht. Und da unser Holz besser zu laufen scheint. Ich werde angegriffen. Wer will jetzt was? Hilfsrufung der Brüder ist unterwegs, der wird bald mit uns antreffen. Als Dank sende ich eine kleine Anerkennung. Was schickst du uns? Milch. Danke. Für die Milch. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Deren Problem, nicht unser. Verbündet ist ein sehr großes Wort für das, was wir hier sind. Gut, ich denke, wir wollen aber tatsächlich die friedliche Lösung wählen. Denn lustigerweise bin ich unseren, den Leuten, die uns angreifen, deutlich weniger verärgert als unseren eigenen Verbündeten gegenüber. Die Medlieferung ist bei uns eingetroffen, meine Soldaten betrinken sich schon auf euer Wohl, greifen uns natürlich trotzdem ran. Okay, dann gehen wir jetzt hier rüber. Ein Wagen mit Tauschgütern auf eurem Befehl unterwegs. Schon unterwegs. Ich habe keine Ahnung, von was für Technologien er geredet hat. Sei uns recht. Nein, ich will meinen Soldat nicht bezahlen.
Schon unterwegs. Kämpft weiter. Und den Truppen von hinten noch weiter nach vorne. Ei, verstanden. Ein Karren mit Rohstoffen zum Angriff. Verstanden. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ei, alles klar. Stürmt los. In den Kampf. So, was willst du von uns? Unser Gelehrter schickt dir als Danke alle Schallschriften und das Handwerk zum Bau einer Palisadenmauer. Als kleines Dankeschön für die Vertreibung der Banditen schenke ich dir eine Ladung Eisenerz. Palisaden. Wenn du mehr über den Bau von befestigten Mauern und Kriegsgeräten erfahren willst, ich habe einen Neffen im Dorf El Atjim Achmia, der musiziert in Kangas. Im Dorf El Achmia, der musiziert in Kangas Deonis. Schickt mir Honig, als Gegenleistung könnte ich ihm eine Auswahl unserer besten Musikinstrumente liefern. Er könnte sich in der Gegend umhören und mehr über dessen Beschaffung erfahren. Ein Karren wurde ausgesandt. Kämpft weiter! Jetzt gibst du uns Palisaden. Jetzt! Ich bin ganz ehrlich, ich sehe den Wert der Palisaden momentan nicht wirklich. Aber wisst ihr was? Dem Geschenken gar nicht ins Maul schauen und so. Was nicht unbedingt immer die weiseste Methode ist, dem Geschenken gar nicht ins Maul zu schauen. Hätten die Trojaner ihrem geschenkten Gaul ins Maul geschaut, dann wäre Troja heute noch existent. Aber das wäre ja unhöflich gewesen, nicht wahr? Ha! Und was ist beängstigender als ein gesellschaftlicher Fauxpas? Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Insgesamt aber hege ich persönlich da eher diese Philosophie, unsere Verbündeten werden angegriffen, dass man durchaus dankbar für Geschenke sein kann. Aber ein Geschenk ist eben das. Ein Geschenk wird gegeben ohne Gegenleistung. Oder ohne Erwartung auf eine Gegenleistung. Wenn man eine Gegenleistung erwartet, dann ist das kein Geschenk, dann ist das verdammte Bestechung. Und muss auch so kommuniziert werden.